Eine kleine Antiquität. Fahrtenmesser steht hinten noch leicht verwaschen drauf. Das ist aus DDR-Zeichen. Man kann auch noch leicht VEB irgendwas lesen. Der Preis ist hinten dran verwaschen. Kann man nicht mehr gut lesen. Es ist uralt. Dürfte schon 30, 40 Jahre alt sein. So was hatten wir zu Ostzeiten als Kinder am Gürtel. Das ist das sogenannte Fahrten- oder Campingmesser. Kann man hier aufmachen. Ist so eine kleine Flasche. Zack. No, zack. So sieht das aus. Balliger Griff, dass man es gut festhalten kann. Blüht auch als Erwachsener noch gut in der Hand zum Schnitzen etc. Die Klinge ist schön scharf. Ich habe gestern schon mal aus Langeweile ein bisschen dran rumgeschliffen. Da, wenn man sieht, es lässt sich, wenn man es gut hält, zack, macht. Also man sieht es ganz schlecht, aber da hinten ist so ein kleiner Kompass drin. Naja, das DDR-Überlebensmesser, sage ich jetzt mal. 10 Euro habe ich dafür ausgegeben. Das ist wirklich ein schmales Geld, kann man ruhig mitnehmen.